Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Earthlock. Wir sind immer noch in der Rollenstraßenwüste. Nee. Wüstenrollenstraße? Ist es so? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, ist das peinlich. Total gut vorbereitet, wie man merkt. Wir sind halt in diesem Dungeon. Und suchen nach den Geistern. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört. Also nicht direkt hier an der Stelle, an der Statue. Aber wir wollten ja hierhin weitergehen. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Muss ich mir natürlich wieder den ganzen Weg durchkämpfen. Aber das habe ich dann offscreen schnell gemacht. Weil es ist halt, hier fehlt mir irgendwie so zwischenzeitlich nochmal so eine Speicherstatue einfach. Machen wir mal Tempo. Ach, den kann man auf alle machen. Okay, dann machen wir mal Tempo auf Aemon. Der hat zwar schon sowieso ein sehr hohes Tempo, aber noch mehr kann eigentlich gar nicht schaden. So, der Feueratem. Und wir sehen, dass die Taika mittlerweile doch bedeutend sehr viel mehr Schaden macht. Das freut mich voll. Dann nehmen wir auch nur eine normale Lanze. Dann ist das Thema auch erledigt. War jetzt auch nur ein Gegner. Jetzt kommen gleich nochmal drei. Ja. Haben wir schon mal einen vorher erledigt. Wer halt zu neugierig ist, den bestraft das Leben. Wir brauchen ja jetzt gerade nichts. Dann machen wir Tempo diesmal auf Ivory. Und Feueratem jetzt auf alle drei. Der macht dann natürlich nicht ganz so viel Schaden. Ist ja klar, da wird das aufgeteilt. Habe ich eigentlich noch Feuerschuss plus, aber nicht so viele. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein. So, danke. Wir machen dann einen normalen Feuerschuss auf den Kultisten. Oh, es war ein Crit. Oh, das tut weh. Verfehlt. Und er ist infiziert. So. Er ist weg. Wir machen nochmal Tempo jetzt auf Taika. Uns geht es ja gut. Also, ich habe auch jetzt nicht vor dem Dings hochgeheilt, sondern war einfach so. Oh, nur 135, das ist wenig. Nochmal den Feueratem. Der eine ist weg. Dann können wir jetzt mal ein bisschen Regen auf Eif machen. Und dann gibt es eine Lanze. Und einen Kartoffelschuss. Ach, hier läuft es ganz gut. Ah, eine Statue. Lys, sei gesegnet. Wir haben es geschafft. Hab tausend Dank. Ach, den hatten wir noch als Eskort dabei. Also, wir haben ihn eskortiert. So, Gott. Ich sag schon wieder Sachen, die sind gar nicht so nett. Hier ist eine kleine Entschädigung für eure Mühen, meine tapferen Freunde. Lebt wohl. Doch bevor ich gehe, habe ich einen Rat für euch. Falls ihr noch Suvia geht, kommt nicht vom Weg ab. Geht den Bestien der suvianischen Ebenen aus dem Weg. Sie sind zäh. Ich glaube, ihr seid noch nicht ganz bereit, sie zu bekämpfen. Viel Glück, lebt wohl und vergesst mich. Kommt nicht vom Weg ab. Ja, er hat recht. Bleiben wir auf dem Weg. Ich kenne den Weg nach Suvia von hier aus. Lasst mich ihn auf der Karte eintragen. Ein kleines Schneegras. Und Eisschuss. Eislanze. Sehr schön. Nee, da wollen wir jetzt noch nicht hingehen. Ich will einmal speichern. Und dann gehen wir weiter hier den Dungeon. Wir müssen ja noch die Geisterchen suchen. Und wir haben ja noch den Mama-Pilz. Aber wir haben ja jetzt gespeichert. Und dann weiß ich ja, dass man hier rauskommt. Und ich muss nicht immer von vorne alles anfangen. Das finde ich ganz gut. Können wir jetzt hier weitergehen und gucken, ob wir noch ein paar Gegnerchen finden. Also ein paar Geister finden. Wo waren wir denn noch nicht? Dieser Dungeon ist sehr verwirrend für mich. Weil man ihn halt auch nicht komplett überblicken kann. Also da oben waren wir ja schon. Das weiß ich. Oder waren wir hier noch nicht?
Ne, wir gehen erstmal nach links. Ich glaube, da ist halt Papa Pilz. Oder Mama Pilz. Der große Pilz halt. Wollen wir uns an den einfach mal heranwagen? Komm, wir haben gerade gespeichert. Wir machen es einfach. Wir probieren es jetzt einfach mit dem Papa Pilz. Es ist jetzt der Papa Pilz. So. Und zwar Feueratem. Guck mal, 400er Schaden. Das ist gar nicht wenig. Und sie macht dann bitte einmal die Feuerlanze. Und dann wird gleich, wenn Aemon dran ist, der bekommt jetzt... Wir riskieren es einfach schnell, die Haltung zu ändern mit Gnad. Der wird jetzt gleich den Blaster S aktivieren. Ja. Und mit dem Feuerschuss plus. Komm, rauf da. Jetzt machen wir ordentlich Schaden, hoffentlich. Ja, das sieht doch sehr gut aus an Schaden. Jetzt ist er verwirrt, das ist natürlich nicht so gut. Wir machen einmal den Angriffsfokus an. Ist das schon ein kleiner Pilz? Ich sehe es nicht. Nee, noch nicht, oder? Wer hat was abbekommen? Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Feuerlanze. Und den Feueratem wieder. Ach, Mist. Dann machen wir nochmal den Feuerschuss drauf. Ach, ich habe bei Taika das Falsche angeklickt. Ich habe es gerade gemerkt. So, ein bisschen Schaden noch weg. Das wäre ganz gut. Super. Ah, zwei Stück hat er jetzt hervorgerufen. Okay. So, lieber Gnad. Nee, eigentlich brauchst du das noch gar nicht. Wir ändern trotzdem schon mal die Haltung, damit er jetzt einfach die Vergiftung heilen kann. Hm. Geh's bitte mit der Feuerlanze einmal auf den Kleinen. Noch mehr. Okay, jetzt geht's hier richtig los. Und Nat darf einmal behandeln. Und zwar als erstes die Ivory. Ja, komm. Auf alle rauf. Ist natürlich doof, dass es jetzt auf alle aufgeteilt wird. Aber gut. Einen werden wir schon mal hoffentlich jetzt wegmachen. Nee, noch nicht ganz. Aber mit Ah, nicht Ziel markieren. Ich habe den wieder den falschen... Also, manchmal bin ich auch ein kleines Töpftöpfchen. Gedankenkrümmung. Jetzt ist er... Wer ist verwirrt? Ist Nat verwirrt? Nee, Aemon ist verwirrt. Du wirst jetzt einmal auf ihn regnen. Jetzt geht es ihm schon mal besser und sie wird jetzt hoffentlich mit der Lanze den Ich hoffe, ich kriege den jetzt hin. Ist das der? Nee, das ist der nicht. Nein, das ist der falsche. Wir machen einfach mit Taika weiterhin den Feueratem, solange das geht. Aua! Nicht auf Gnad. Verfehlt. Getroffen. Pflanze. Ist das der C? Nee, B. Ach, endlich. Ich hoffe, er ist jetzt weg. Der ist weg. Gut. Gnad sollte mal behandeln. Und zwar erstmal sich selbst. Und demnächst, und danach kann er dann wieder, aua, einmal die Magier-S-Fähigkeit beginnen. Und es gibt jetzt einmal die Feuerlanze auf den Großen. Wir versuchen ihn jetzt mal ein bisschen down zu kriegen. Ach, Aemon, hör auf, verwirrt zu sein. Jetzt einmal Magier-S. Und entweder wir behandeln erstmal... Nee, wir heilen erstmal alle.
Oh, es sind zu viele. Okay, Komm, du gehst mal mit der Feuerlanze auf. Ah. Die. Geh auf die. Also da den richtigen auszusuchen, ist gar nicht so einfach, wenn ich das mal sagen darf. Weil man die nicht sieht. Auf C war das oder war das D? D, ne? Ja, der ist weg. Gut. Wann ist Naht eigentlich wieder mal dran? Ey! Jetzt reicht's aber mit Verwirrung, Aemon. Könntest du mal alle behandeln? Das wäre super. So. Dann einmal... Komm, eine auf den großen. Auf Papa Pilz. Oh, es war ein Crit. Sehr schön. Jetzt ist sie verwirrt. Das ist nicht gut. Auf A. Verbrennung. Jetzt hat sie sich selbst beschossen. Das ist auch super. Wir heilen mal... Nee, wir behandeln. Nee, wir heilen mal lieber Ivory. Die hat nämlich zwei Effekte gerade drauf. Also zwei unterschiedliche Effekte. Wir kriegen das schon hin. Ich bin da jetzt gerade zuversichtlich. Ganz zuversichtlich. Und zwar... Ach, warte. Wir haben doch... den Feuerschuss plus auf Papa Pilz. Ja, sehr schön. Wir kriegen ihn down. Und wir haben noch ganz viele Heiltränke. Wir kriegen das hin. Das ist alles. Wir kriegen das wirklich alles hin. Oh, oh. Ich hoffe, Taika. Dürfen wir jetzt wieder mal, liebes Spiel? Ich möchte gern einmal Aemon behandeln. Der hat jetzt wirklich doch sehr viel. Und dann muss Taika gleich mal einen Trank nehmen. Dann wird das schon wieder. So, Aemon, du bist ja jetzt wieder dran. Wir gehen wieder auf, mit dem Plus auf den großen Papa-Pilz. Aua! Ein Crit war jetzt nicht toll. Von der Ivory. Aber es sieht gesundheitstechnisch, geht das alles noch? Aemon wird weiterhin auf den Dicken gehen. Und alle anderen werden hier so ein bisschen zwischen... Also die anderen versuchen kaputt zu machen. Ach, die Gute darf jetzt. Auf A. Dann haben wir den vielleicht jetzt weg. Nee, noch nicht. Ah, jetzt kommt wieder ein neuer hinzu. Das war ja klar. Bis wir das ganze Alphabet durchhaben. So lange geht das. Okay, Aemon. Nochmal ein Plus. Nein! Ich hab's... Oh Gott, 1000... Das war so viel Schaden gewesen. Ach du Schande. Und ich hab's versemmelt. Oh, ich bin so eine dumme Nudel. Also wenn wir jetzt sterben, dann liegt's an meiner eigenen Dummheit. So, behandeln mal am besten Ivory. Die hat so viele Vergiftungs... Schäden drauf. Taika, geht's dir noch gut? Komm, geh auf den großen. Kritisch. Sehr schön. Taika, geht's von der Gesundheit nicht mehr ganz so gut? Komm, Papa.
Jetzt ist Aimen dran und jetzt mache ich es auf den richtigen. Oh, der Große ist weg. Eine Runde früher hätte der schon weg sein können, aber nein. Ich muss ja natürlich verfehlen. Weil ich es kann. So, ich glaube, die Kleinen kriegen wir jetzt noch hin. Es sind zwar sehr, sehr viele. Du wirst jetzt einmal kurz dich selbst heilen. So, der nächste ist weg. Und dann gibt es jetzt eine... Ach, wir gehen einfach auf B jetzt. Weg. Sehr schön. Und wir haben ja wieder Blaster S, also die Superfähigkeit von Aemon freigeschaltet. Das heißt, er kann jetzt einmal auf alle niederschießen. Komm, wir machen nochmal mit dem Plus und dann gucken wir mal, wie viele noch übrig sind. Gar keine mehr! Wow! Also diese Fähigkeit ist einfach OP. Sorry, die ist wirklich OP mit dem Feuerschuss Plus. Wow. Also, oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Ein Bonus von 8, also 10.000 und EP einfach mal 18.000. Wir hatten einen Langkampf CR-Gegner, zahlenmäßig unterlegen plus 7, Multigegner und niemand ist gestorben. Wow, wir haben einfach mal 10.200 Bonus bekommen und 18.000. Und Taika ist richtig mega hinterhergelevelt. Krass. Okay, Aemon ist bald Stufe 13. Wow. Was haben wir denn noch alles bekommen? Giftlanze. Starke Entschlossenheit. Wow. Was macht starke Entschlossenheit? Ich will es mir angucken. Müssen wir uns gleich mal im Inventar angucken. Krass. Voll cool. Errungenschaft freigeschaltet. Ich kann leider nicht sehen, welche das ist, weil es bei mir abgeschnitten ist. Aber cool. Ich möchte jetzt ja einmal kurz zurücklaufen und es speichern. Ich habe einen voll den Speicherfetisch. Weil ich bin halt ein RPG-Spieler. Und da, okay, hier habe ich jetzt nicht F5, aber da ist F5 dein Freund. Weil du hast keine Lust so... Also ich habe mit Skyrim angefangen und du bist dann so 2-3 Stunden in einem Dungeon. Und dann soll alles weg sein und du musst alles nochmal machen. Das ist einfach doof. Deswegen habe ich da einen Speicherfetisch entwickelt. Einmal speichern. Und wir sind schon bei 45% der Story. Ja. Und ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, wie der Dungeon hier heißt. Es tut mir echt leid. Ich bin so ein, manchmal so unvorbereitet. Aber ich will mir jetzt einmal kurz die Fähigkeit angucken. Ah, da war ich zu schnell. Manchmal sind die Sticks ein bisschen zu empfindlich eingestellt. So, wenn man durch die Gegend läuft, halt nicht. Starke Entschlossenheit. Verringert die Zeitkosten von Gegenmitteln. Verringert den erlittenen Schaden von Verbrennung, elektrisiert und... Boah, das muss ja jeder bekommen. Die muss ich einfach ganz oft herstellen, wenn ich in Plumpet bin. Wobei, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir hier so durch sind mit dem Dungeon, mal eine kleine Insel Plumpet Folge zu machen, wo ich dann mal wieder ein bisschen euch zeige, wie ich da rumfarme. Beziehungsweise, was man da alles noch herstellen kann. Weil ich finde, dass da, das ist da so friedlich. Da fühle ich mich so wohl. Haben wir denn hier noch irgendwas? Eine Kiste, das ist doch gut. Giftschutz, kleine Giftlilie. Ah, da haben wir gleich auch einen Samen für unsere Giftlanze dann. Aber hier ist nichts weiter. Wir sollen doch noch... Geht's hier weiter? Nee, ne? Okay, dann müssen wir da oben nochmal gucken. Aber hier ist wirklich nichts, ne? Nein. Wir sollen noch 25 von diesen Dingern sammeln. Kämpfen wir uns jetzt hier noch durch den Dungeon. Oh, wir sind schon eigentlich am Folgenende. Dann geht's in der nächsten Folge weiter, würde ich einfach mal sagen. Ah, wir rennen mal kurz weg, bevor die uns entdecken. Ja. In der nächsten Folge geht's hier in dem Dungeon noch weiter. Und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Insel Plumpet. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge.
Und ach, an der Stelle möchte ich mich nochmal für die ganzen tollen Kommentare bedanken. Ich freue mich echt über jedes Wort, was da geschrieben wird. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.